Einen wunderschönen, liebe Freunde, in diesem Video wird wieder ein bisschen gequatscht und diesmal über das interessante Thema, soll man eigentlich kostenlos arbeiten? Soll man kostenlos arbeiten? Also ich persönlich bin ja der Meinung, man soll kostenlos arbeiten. Und jetzt nicht, weil ich sage, man soll kein Geld verdienen und man soll nicht für das bezahlt werden, was man tut, sondern ich bin der Meinung, dass man, wenn man selbst etwas dabei lernt, ja, und sich das für einen selber auch lohnt, man ruhig auf sein Gehalt in Form von Geld oder auch in Form von was auch immer verzichten kann. Jeder muss es natürlich für sich selber abwägen. Es gibt Leute, die sind angewiesen auf ihr Geld, weil sie zum Beispiel selbstständig arbeiten und sagen, ich muss meine Kinder ernähren, hier ein, zwei Kinder, dies, das, Auto abbezahlen, Haus abbezahlen, was auch immer. Dann, klar, lohnt es sich nicht, in Anführungszeichen lohnen, umsonst zu arbeiten oder kostenlos zu arbeiten, denn umsonst ist es ja eigentlich nie, denn man lernt ja bei jeder Sache, die man tut, etwas dazu. Und bei jedem Shooting, was ich bis dato hatte, habe ich etwas dazugelernt. Das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Und ich habe oft umsonst gearbeitet oder kostenlos gearbeitet. Das ist das bessere Wort dafür, weil umsonst wäre es, wenn die Speicherkarte irgendwie kaputt wäre oder sowas. Ja, und man hat keine Bilder mehr. Aber ich habe bei jedem Shooting, auch wenn es kostenlos war, etwas gelernt. Und somit habe ich einen Mehrwert für mich selbst gehabt, weil ich etwas gelernt habe, sei es jetzt eine neue Beleuchtungstechnik oder ein neuer Umgang mit einem anderen Model oder mit einer Visagistin, die ich kennengelernt habe und dann Folgesachen darüber generiert habe, ja, oder auch vielleicht einen Kontakt gekriegt habe zu einer Location, die ich sonst gar nicht gehabt hätte, ja, für die Zukunft, dadurch, dass ich eben eine kostenlose Sache gemacht habe. Also jeder muss für sich selber abwägen, lohnt es sich für mich selber kostenlos zu arbeiten, habe ich dadurch einen Verlust, wenn ich kostenlos arbeite. Wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir, man hat eine ganz normale 5-Tage-Woche, man arbeitet 40 Stunden am Tag und soll jetzt 5 Tage davon 40 Stunden lang kostenlos arbeiten. Lohnt sich das für mich selber? Muss man dann überlegen. Reicht der Monat für mich? Werde ich davon sterben, ja, wenn ich das jetzt nicht tue? Oder kann ich dadurch meine Rechnung nicht mehr bezahlen? Dann würde man klar und deutlich sagen, nein, mache ich nicht. Aber wenn es jetzt darum geht, ein Shooting in Anführungszeichen zu machen, ich gehe jetzt davon aus, einfach mal, dass der Großteil nicht professionell als Fotograf arbeitet, der mir jetzt hier gerade zuguckt. Und selbst wenn man professionell arbeitet, kann man immer noch umsonst arbeiten, um bestimmte Sachen auszutesten und auch zu lernen. Wenn ich also keinen Verlust habe bei der Arbeit, warum soll ich dann nicht auch kostenlos arbeiten? Nehmen wir jetzt mal das Beispiel TFP-Shooting zum Beispiel. TFP bedeutet ja nichts anderes als, ich bezahle das Model mit Bildern, welche sie dann zukünftig benutzen kann. Das Model bekommt nichts anderes von mir außer Bildern. Dann gibt es noch TFP-Shootings für Visagistinnen. Ja, machen wir genauso das Gleiche. Man könnte dem Model jetzt auch einen Kasten Bier geben oder der Visagistin einen Kasten Bier geben, aber man gibt ihm dafür die Bilder. Und man könnte ihm auch gar nichts geben, trotzdem hätte jeder vielleicht seine Erfahrung damit gemacht. Es kommt immer darauf an, wie man sich selbst einigt. Und wenn jetzt ein Kunde auf euch zukommt zum Beispiel, ja, also er sagt zum Beispiel, oh, ich fotografiere seit 2 Jahren, meine Bilder sind ganz cool, die sind im Internet, und dann ist jemand zu mir zugekommen und hat gesagt, so, yo, willst du nicht mal Fotos von unserem Büro schießen, ja, oder von der Belegschaft irgendwie schießen, hast du da Bock drauf? Ja? Da muss sich jeder für sich selbst überlegen, macht das jetzt Sinn? Habe ich dadurch selber einen Verlust, wenn ich das jetzt mache? Lerne ich da etwas noch dazu oder unterfordert mich das vielleicht auch? Wenn zum Beispiel jetzt jemand zu euch kommt und sagt, ey, kannst du mal kurz ein Passfoto machen für meinen Reisepass, weil ich bin nach Ägypten und brauche ein Visum, so kannst du mal schnell Dings hier machen, Passfoto, dann muss man sich selber, okay, bringt mir das jetzt was? Bringt mich das weiter? Mache ich das? Haben wir 2 Möglichkeiten. Man sagt ja oder man sagt nein. Wenn jetzt aber jemand kommt und sagt, yo, pass auf, wir haben hier ein Geschäft und du sollst von der ganzen Belegschaft die Fotos machen, es sind 5 Leute so und wir stellen uns das so und so vor, hast du da Bock drauf? Und ihr habt sowas noch nicht in eurem Portfolio und ihr sagt so, ja, eigentlich wäre das für mich auch selber mal eine gute Übung, weil wann habe ich mal die Möglichkeit, 5 Leute, 5 unterschiedliche Charaktere, 5 vielleicht auch 0815 Menschen zu shooten? Und warum soll ich das nicht machen? So, weil jemand anders sagt, mach das nicht, weil du dadurch den Markt kaputt machst? Fick doch auf die anderen, ist doch völlig egal, was die anderen dazu sagen. Man muss doch selber einfach für sich entscheiden, macht das für mich selber Sinn, für meinen zukünftigen Werdegang. Vielleicht gefällt einem das ja dann so gut, dass man sagt, ey, ich will in Zukunft nur noch so Leute fotografieren. Und dann geh mal zu jemandem hin und sag mal, ey, hier, es macht mir total Spaß, so Leute zu fotografieren, so für so Firmen. Ja, hast du schon mal so eine Firma fotografiert? Ah, nee, also ich hatte schon mal die Möglichkeit, sowas zu machen, aber habe ich gesagt, nee, weil es nicht wegen kostenlos.
So, und da muss man sich selber überlegen, okay, hätte sich das vielleicht dann doch damals gelohnt, kostenlos da zu arbeiten, ja, und dafür dann die Fotos jetzt in meinem Portfolio zu haben und das auch als Erfahrung schon mal gemacht zu haben. Ja. Also ich persönlich bin der Ansicht, dass man ruhig kostenlos arbeiten kann, wenn es einen selber weiterbringt und wenn man selber einen Mehrwert aus diesem ganzen Shooting ziehen kann. Ja. Es könnte zum Beispiel auch darum gehen, dass jemand sagt, ey, fotografier doch mal meine Wohnung, weil ich will die ins Internet stellen und ihr sagt so, ja Digga, aber da müssen jetzt schon so 35 Euro, 40 Euro oder auch vielleicht 1000 Euro bei rausspringen. Dann kann derjenige immer sagen, ja oder nein. Oder er sagt, nee, ich habe kein Geld, mach doch mal umsonst. Und ihr sagt so, ja okay, ich mach's. Und ihr guckt euch das an und es gefällt euch total gut. Kann natürlich auch sein, dass es euch total scheiße gefällt, aber dann wisst ihr für euch selber, das ist nichts für euch. Ja? Und ihr habt eine Erfahrung daraus gesammelt. Also ich bin klar dafür, dass man, wenn man für sich selber entscheidet, und jeder ist ja erwachsen und kann für sich selber entscheiden, ob sowas für einen Sinn macht oder nicht, jeder kann für sich selber entscheiden, das zu machen. Und ich bin klar dafür, dass man auch mal kostenlos arbeitet, ja? Um sich selber seinen Horizont auch mal zu erweitern. Mich würde interessieren, was eure Meinung dazu ist. Vielleicht seid ihr eine total andere Meinung, habt vielleicht auch total andere Erfahrungen schon gemacht. Natürlich sollte sich niemand ausnutzen lassen oder sowas, aber das ist damit auch gar nicht gemeint. So, weil nur wenn man etwas wagt, kann man etwas erreichen. Wenn man immer zu Hause bleibt und nichts wagt und nichts macht, dann kann man zum einen natürlich nicht auf die Nase fallen, aber zum anderen kann man auch nie was wirklich lernen oder nie was wirklich erreichen oder nicht das erreichen, jedenfalls, was man tut, wenn man rausgeht und Sachen einfach ausprobiert. Ja? Also worauf ich aber hinaus wollte, postet eure Meinung dazu gerne runter und das Video kostenlos arbeiten. Findet ihr das in Ordnung? Habt ihr sowas schon mal gemacht oder sagt ihr, nö, würde ich niemals machen, weil kommt für mich überhaupt nicht in die Frage. Runter. Und das Video. In dem Sinne, ich hoffe, das Video kriegt nicht zu viele Daumen nach unten. Bin aber schon darauf eingestellt, also kein Problem. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und teilt es mit euren Freunden.